Gott hinüber. Wohin jetzt, Richard? Die Geheimtür ist nicht mehr weit. Beeil dich, verdammt, die sind gleich da. Halt uns den Rücken frei. Wir haben es gleich geschafft. Ich bedauere den Verlust deiner Kameraden. Was wollen diese Mistkerle hier? Sie suchen diese Kammer. Wie? Warum das denn? Hier ist doch nichts. Ganz im Gegenteil. Hier ist alles. Wir befinden uns vor einer Pforte, hinter der sich der größte Schatz der Menschheit verbirgt. Wovon reden Sie? Wir behüten in diesem Kloster ein jahrhundertealtes Geheimnis, für dessen Offenbarung die Welt noch nicht reif ist. Ich erzähle dir das, weil du in wenigen Augenblicken der letzte Mensch bist, der verhindern kann, dass der Schlüssel zu diesem Geheimnis in die Hände dieser Barbaren gerät. Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Irgendwann werden sie diese Kammer finden und die Tür aufbrechen. Dann darf er nicht mehr hier sein. Nimm ihn an dich, benutze ihn und bring ihn auf die andere Seite. Dann wirst du alles verstehen. Meine Einheit wollte die Mönche beschützen. Nun bin ich als Einziger noch am Leben und habe keine Ahnung, wer uns eigentlich angegriffen hat. Und vor allem warum? Der Mönch sprach von einem uralten Geheimnis, einem gewaltigen Schatz, der sich hier in dieser Kammer verbergen soll. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für den Überfall. Wie auch immer, ich muss einen Weg heraussuchen und die britische Regierung über diesen Angriff informieren. Außer einer Vertiefung hier oben sehe ich nichts Besonderes an der Stele. Sie lässt sich nicht bewegen. Ein Relief, das einen gewundenen Drachen darstellt. Soweit ich weiß, sind Drachen in der asiatischen Mythologie oft Hüter von Türen und Toren. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Relief ja die mysteriöse Pforte, von der der Mönch gesprochen hat. Aber wie soll ich sie öffnen? Keine Chance. Ich sehe keine Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen, wenn es überhaupt ein Tor ist. Dieses merkwürdige Objekt wollte der Mönch unbedingt in Sicherheit bringen. Er hat es als Schlüssel bezeichnet. Ein Schlüssel, wofür? Er ist tot. Er und seine Brüder haben ihr Leben geopfert, um dieses merkwürdige Schlüsselartefakt zu beschützen. Angeblich soll sich in dieser Kammer ein uraltes Geheimnis verbergen. Der Mönch sprach von einem gewaltigen Schatz. Das erklärt vielleicht den Überfall auf das Kloster und das skrupellose Vorgehen der Angreifer. In diesem Raum befinden sich lauter merkwürdige Schriftzeichen. Leider habe ich keine Ahnung, was diese bedeuten könnten. Das Artefakt scheint genau in eine Öffnung auf der Stele zu passen. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber nach den Worten des Mönchs ist das der einzige Ausweg. Ich hoffe, er hatte damit recht.
Nun, Leutnant, wie weit sind Sie? Der Widerstand wurde vollständig gebrochen. Das Kloster befindet sich unter unserer Kontrolle. Und die Kammer? Haben wir noch nicht gefunden. Es muss einen versteckten Zugang geben, durch den der Mönch und der Tommy verschwunden sind. Jedenfalls behauptet das der Gefangene. Hat er mittlerweile auch erzählt, was seine Einheit hier wollte? Ja, wir haben ihn sehr schnell zum Reden gebracht. Sie sollten diese Region erkunden. Sein Leutnant hat dafür angeblich handgefertigte Karten eines Kartografen aus Hongkong benutzt, der diese Region schon vor Jahren bereist hatte. Sieh an, der Zufall spielt eine manchmal sonderbare Streiche. Diesmal haben wir die Situation noch unter Kontrolle bekommen. Aber ich möchte nicht, dass unsere Operation ein weiteres Mal gestört wird. Wir werden die Patrouillen weiter ausdehnen. Außerdem habe ich eine Überwachung des Luftraums durch unsere Jäger veranlasst. Sie sind ein Offizier, Sie vertrauen der Abwehr. Ich hingegen bin Wissenschaftlerin und baue auf Prävention. Schicken Sie sofort jemanden nach Hongkong, der diesen Kartografen aus dem Verkehr zieht und seine Aufzeichnungen vernichtet. Bezahlen Sie gegebenenfalls irgendeine Bande vor Ort, die sich um die Drecksarbeit kümmert. Hauptsache, wir schaffen dieses Problem aus der Welt. Wir müssen alles Nötige tun, dass nicht nochmal jemand hier auftaucht und uns dazwischenfunkt. Diese Mission ist zu wichtig. Und wir stehen kurz vor dem Ziel, Leutnant. Die Zukunft des Dritten Reichs liegt in Ihren und meinen Händen. Du immer noch Fracht, von der du lieber die Finger lassen solltest? Tja, leider lässt sich mit Ehrlichkeit zurzeit kein Geld verdienen. Und ich muss schließlich meine Miete zahlen. Außerdem macht's Spaß, den Typen ein paar Marktanteile wegzuschnappen. Fenton. Dummerweise verstehen die aber keinen Spaß, wenn sich jemand in ihre Geschäfte einmischt. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Um so kleine Fische kümmern die sich doch gar nicht. Ach ja? Gestern Abend waren zwei von denen hier und haben nach dir gefragt. Ja und? Soll ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen? Fenton, du bist mein bester Kunde und deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Sei verdammt vorsichtig, sonst liegst du schneller auf dem Grund des Hafenbeckens, als ich rumsagen kann. Shen, du klingst wie das Kindermädchen, das ich nie hatte. Nein, ich klinge wie jemand, der weiß, wovon er spricht. Hat man dir bei der Armee nicht beigebracht, dass du deine Feinde niemals unterschätzen solltest? Feinde? Jetzt übertreib mal nicht. Ich gehe in die nächste Zeit einfach aus dem Weg, dann glätten sich die Wogen auch wieder. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Keiner legt sich ungestraft mit der Tong-Triade an. Vergiss das Schmuggeln und such dir was anderes, das Spaß macht. Schon gut. Ich werde vorsichtig sein, okay? Apropos Spaß. Ihr habt eine neue Sängerin? Ja, aber mit der wirst du ebenfalls keinen Spaß haben. Die steht nämlich nicht auf Typen wie dich. Vielleicht steht sie auch gar nicht auf Typen. Landen konnte nämlich noch keiner bei ihr. Chen, wie du weißt, sind schwierige Landungen meine Spezialität. Wenn du es schaffst, dass sie dir ihre Zimmernummer gibt, spendiere ich dir meinen besten Whisky. Hol schon mal die Flasche aus dem Keller. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Das wäre doch gelacht. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung mit der aufregendsten Frau Hongkongs, sondern auch noch eine Flasche exzellenten Whisky. Das Leben kann so schön sein. Wow,
Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen oder die Verpackung nichts ohne den Inhalt ist. Sie sehen jedenfalls atemberaubend aus. Ich nehme es als Kompliment, auch wenn es ein zweifelhaftes ist. Ich wollte nicht indiskret sein, aber die Frage steht im Raum. Um sie zu beantworten, müssen wir uns wohl näher kennenlernen. Oh, und entschuldigen Sie meine Neugier, aber ist das in Ihrem Haar eine Tulpe oder eine Rose? Wohl eher eine Lilie. Blumen haben Sie demnach noch nie verschenkt? Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an Ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Die Frage, ob Sie Blumen oder Steinen den Vorzug geben, wäre also geklärt. Aber wie ist das mit dem aufregenden Inhalt Ihres Kleides? Wann können wir uns diesem interessanten Thema widmen? Nun, lassen Sie uns das auf später verschieben. Besuchen Sie mich doch heute Abend nach meinem letzten Auftritt. Ich habe im Club ein Zimmer. Mist. Diese Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht. Die suchen tatsächlich nach mir. Oh, sind die Typen wegen Ihnen hier? Ich fürchte ja. Und es wäre besser für meine Gesundheit, wenn sie mich nicht finden. Ich werde Ihnen helfen. Wäre doch schade, wenn unsere Verabredung platzen würde. Nehmen Sie den Hintereingang. Ich unterhalte mich so lange mit den beiden.